Hallo und willkommen zu Patrick's Vlog. Ich wollte ja eigentlich die Geschichte mit Dragonstein machen und da liegt noch in der Pipeline diese Zusammenfassung der Jobsuche vom Mai 2018. Aber ich habe mir gedacht, ich mache was Tagesaktuelles. Schon. Es geht um ein Thema, das eigentlich vor 2 Jahren aktuell gewesen ist und jetzt aber den Leuten erst zu Bewusstsein kommt. Und zusammenfassend möchte ich das Ganze dann hier, macht überhaupt eine Webseite noch Sinn? Großartig, was ist das für ein Geschwafel? Okay, ihr werdet wahrscheinlich die letzten Tage gesehen haben, dass in eurer Inbox diverse Anfragen zum Thema kamen. Bitte bestätigen Sie uns, dass wir weiter, oder bitte bestätigen Sie unsere neuen Datenschutzrichtlinien. Bitte nehmen Sie Kenntnis, ansonsten tschüss. Das ist jetzt am Wochenende, ist die neue Datenschutzrichtlinie, die vor 2 Jahren beschlossen wurde. Deutsches Gesetz und gültig. Und viele Veränderungen kommen jetzt. Unter anderem haben sich einige Webseiten abgeschaltet. Ich will gar nicht so groß auf die großen Details der Geschichte eingehen, weil ich es ehrlich gesagt auch noch nicht überblicken kann. Vereinfacht zusammengefügt ist jetzt die Idee, dass es eine clevere Sache wäre, wenn man den Leuten, die ihre Daten im Internet preisgeben, an Betreiber die Möglichkeit gibt, zum einen zu erfahren, wofür werden die benutzt, auch eine Möglichkeit gibt, die wieder zurückzuholen. Aber das Ganze geht noch viel, viel weiter. Es betrifft auch grundsätzlich den Gebrauch von Daten. Und da entstehen halt eine ganze Menge Blüten. Wie zum Beispiel, es geht jetzt nicht nur darum, Daten elektronisch zu verarbeiten, sondern generell zu verarbeiten. Und eine der Blüten ist jetzt beispielsweise, wenn mir im gewerblichen Bereich ich jemanden seine Visitenkarte nehme und tue die bei mir in den Visitenkartenordner, ist das bereits eine Datenspeicherung. Und bevor ich das tue, muss ich meinem Geschäftspartner eine 27 Seiten lange Datenschutzerklärung vorlesen oder zukommen lassen, nur um seine Visitenkarte zu speichern. Klingt absurd, ist absurd, ist völlig realitätsfremd. Und damit sind wir jetzt nicht zum ersten Mal in einer Situation, wo in Deutschland Tiger... Schwer dich über die Datenschutzrichtlinie, hast du vollkommen recht. Das erste Mal in Deutschland in der Situation, in dem eine völlig wirre und realitätsfremde Gesetzgebung Innovation und auch die Menschen so weit ausprägt, dass sie entweder auswandern oder ihr Gewerbe einstellen. So, ich will mal darauf jetzt eingehen, dass das nicht das erste Mal ist und dass da so ein historischer Bezug besteht. Und vor allen Dingen ist jetzt auch die Frage, macht überhaupt eine Webseite Sinn überhaupt noch? Da gibt es die 2 Teile, den privaten und den gewerblichen Bereich. So, und erstmal vielleicht so nochmal kurz den Bezug dazu, um diese konkrete Änderung jetzt. Das Hauptproblem der Geschichte ist ja immer, gibt es da eine staatliche Strafandrohung oder gibt es keine Strafe, sondern Abmahnung, darum geht's. Also, so wie ich verstanden habe, ist das schon ein Gesetz und man kann dafür auch mit Strafen belegt werden, bis zu Millionen, 500.000, irgendwas, keine Ahnung, viel. So. Und auf der anderen Seite sind die Abmahnungen, das Abmahnwesen in Deutschland ist grandios. Und dann stellt sich die Frage, kann man abgemahnt werden und wann kann man abgewandt werden? So, und die Kurzfassung ist... ich glaube, im privaten Bereich ist es halt so, wenn da die Webseiten sind, wird da erstmal kaum dagegen gegangen werden können. Aber das große Problem ist halt immer die Geschichte mit den Abmahnungen, denn sobald sich eine Firma gründet und ja, ein Verein, der nur zu dem Zweck besteht, als Begründung für eine Abmahnwelle zu dienen, die Historie in Deutschland hat gezeigt, das wird durchgezogen. Ein Beispiel, also jetzt mal um zu zeigen, dass diese Geschichte hier jetzt nicht das erste Mal so vorgekommen ist. Es gibt eine lange Historie in Deutschland von verschiedenen Einschnitten. Das war zum einen der Jugendschutz, die Impressumspflicht, die Verpackungsverordnung, Recycling, Widerrufsbelehrung. Ja, und das große Ding ist jetzt hier nochmal die Geschichte mit der Datenschutzverordnung. So, ich will jetzt mal auf den Zyklus eingehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das erklärt auch, warum Webseiten zu machen jetzt keinen Sinn mehr macht. Grundsätzlich. Oder warum der Zeitpunkt abzusehen, also dass es einen Zeitpunkt geben wird, abzusehen war, dass es keinen Sinn mehr machen wird, Webseiten zu betreiben. Der Wichtige, was man verstanden haben muss,
und was einem so nach 20 Jahren Beobachtung von gewissen Dingen halt auch auffällt. Und dann hat man es verstanden. Die meisten Leute haben aber nicht diesen Rückblick und können das deswegen auch nicht so erfassen. Das ist das Technologien und auch Entwicklungen in Zyklen verlaufen. Am Anfang ist immer so die Explosion, also am Anfang entsteht es, aber niemand nimmt es ernst. Webseiten sind Quatsch, das wird doch niemals durchbrechen. Google liefert nur schlechte Suchergebnisse, deswegen wird niemand das Internet nutzen. Niemand wird Musik aus dem Internet herunterladen und so ein Quatsch. Wozu soll ich mir eine Homepage für mein Hotel holen? Es nutzt doch niemand sonst außer Studenten das und das braucht man ja dann nicht, weil die buchen ja auch keine Hotels. Das war so 1997 mein erster Bankrott, weil Leute halt der Ansicht waren, das Internet wird sowieso nichts bringen und wozu müssen wir irgendwann mal Internetseiten haben. So, da bin ich voll auf die Nase gefallen, habe das nicht geschafft. So, das ist die Anfangsphase. Im Internet ging das so, 1994 war das eigentlich nur eine Geschichte für Leute von der Uni. Hast du dich halt auf der Uni mit deinem Modem eingewählt, hast dann Rim of Magic in irgendeinem Matt gespielt. Das war so ein World of Warcraft-Vorläufer in Text. Ansonsten hast du das benutzt, um in Newsgruppen irgendwelche Bündner runterzuziehen. Aber vom Internet, das wusste eigentlich keiner irgendwas. Webseiten gab es damals so noch gar nicht. Und gute, schöne alte Zeiten. Und irgendwann so gegen 96 ging das los. Dann hat eine Domain 1200 Mark gekostet. Benutzte das eigentlich irgendwie noch keiner. So ein Host mit 5 Megabyte mit 5 Megabyte Plattenplatz und 30 Megabyte Transfer im Monat. Hat dann mal so 500 Mark gekostet pro Monat. Plus 1200 Mark die Domain. Und das war eigentlich alles völlig irrelevant. Anfangszeit halt. So. Und das Interessante auch an dieser Anfangszeit ist, weil das halt wirklich niemanden gekümmert hat, hat sich da auch der Gesetzgeber nicht drum gekümmert, weil war ja irrelevant. So, und das bedeutet, so in der Anfangszeit ist so eine Technologie oder so eine Entwicklung absolut unreguliert, weil da niemand drauf guckt. Da gibt es zwar irgendwie Gesetze, aber ob die dann darauf anzuwenden sind oder nicht, das weiß man ja eigentlich so gar nicht und niemand hat sich damit auseinandergesetzt und das kümmert auch kaum einen. Das heißt also, wenn man so eine Technologie am Anfang hat oder auch Bitcoins, genau die gleiche Geschichte, kann man am Anfang eigentlich praktisch machen, was man will und wird auch dann nicht weiter kontrolliert und kann sich dann halt etablieren oder langfristig was aufbauen. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo die Leute feststellen, okay, entweder tatsächliches Interesse oder jetzt kommt dass die Konzerne das übernehmen, die Konsolidierungsphase. Also man hat immer so eine Anfangsphase, wo es keinen interessiert, danach nimmt das Ganze Fahrt auf, irgendwann kommt der Punkt, wo es tatsächlich in den Mainstream rübergeht. Bereits ab dem Punkt, wo man das Ganze im Fernsehen sieht, weiß man schon, die Geschichte zum Einstieg ist eigentlich schon zu spät. Ja, mein Schatz. So. Und spätestens so nach 10 Jahren, ich verorte die Geschichte jetzt mal auf 2010 rum ungefähr, war der Zeitpunkt erreicht, wo die Konsolidierungsphase des Internets angelaufen ist, wo das Ganze so zum Mainstream wurde, dass das mit Verordnungen und Gesetzen so eingeschränkt wurde, dass man es praktisch nur noch mit einem maximalen Aufwand, Maximum Effort, an Juristen tatsächlich so stemmen kann, dass man da rechtskonform durchkommt. Und das können in der Regel dann eigentlich nur noch die Leute, die außerhalb dieser Gesetzgebungsbereiche halt ihr Unternehmen betreiben, wie beispielsweise Facebook. Die sitzen ja in den Staaten. Und die anderen sind halt diejenigen, die sich die Juristen leisten können, um das halt abzubilden. Facebook in den Staaten. Also die großen Konzerne, die haben Geld. So, und ab dem Zeitpunkt ist dann halt für die Kleinen schwierig. Weil die Großen das verdrängen. Also beispielsweise auch Amazon. Das ist ja lange Zeit nur auf Verlust gelaufen. Das war ein Pokerspiel. Aber weil die halt das Geld von Investoren bekommen haben, um sich langfristig über Wasser zu halten, sind die am Ende der Konsolidierungsphase mit dabei gewesen und sind der de facto Standard. Wenn man heutzutage was verkaufen will, gibt es eigentlich so zwei Plattformen, um die man eigentlich nicht rumkommt. Und das Ganze ist Amazon und das Ganze andere ist eBay. Wer heutzutage noch auf seiner eigenen Homepage und versucht, einen Shop zu betreiben, hat mehrere Probleme. Zum einen ist es so, dass er die Kunden auf dem Webshop ja schon mal gar nicht hat. Das heißt, er muss die Kunden auf den Webshop bringen. Amazon hat Kunden und wer auf Amazon verkauft, hat die Kunden von Amazon. eBay hat Kunden, eBay-Kunden sucht auf eBay. Wer auf eBay was verkauft, hat die Kunden von eBay. Wer sich seinen eigenen Online-Store, seine eigene Webseite einrichtet, hat erstmal keine Kunden. Das ist so teuer, Kunden auf die Webseite draufzuziehen, dass es günstiger ist,
auf Amazon oder eBay zu verkaufen, weil man da jetzt am Anfang, beim Start, die ganzen Kosten für die Kundenakquise nicht mehr hat. Am Anfang ist es auch so, dass man, wenn man starten will und verantwortlich ist für die Webseite, natürlich auch so Sachen braucht wie ein Impressum, Nutzungsbedingungen, Rechtsbelehrungen jeglicher Art. Ich schätze mal, im Moment ist das so um die 2.500 Euro, die man braucht an Anwaltskosten, nur um auf seiner Webseite alles regelkonform drauf zu haben. Und dann ist es halt, im Moment pushen wir immer so, ich weiß nicht aus welchen Gründen, immer irgendwelche Wix oder Jimdo-Werbungen durch bei YouTube. Und es macht ehrlich gesagt keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob jetzt als Start in die Selbstständigkeit eine Investition über 5 oder über 10 Euro pro Monat zu teuer ist, um WordPress-Hosting für seine eigene Firmenseite zu bezahlen, wenn man auf der anderen Seite 2.500 Euro Anwaltskosten hat. Also ganz im Ernst, wenn ich irgendwas machen würde, würde ich mir anschauen, wie kann ich es machen, ohne dafür eine eigene Webpräsenz zu haben. Weil die Initialkosten so groß sind, dass es sich eigentlich schon fast gar nicht mehr lohnt. So, und an dem Punkt sind wir in Deutschland jetzt. Es kann sich jetzt eigentlich nur noch jemand eine Webseite leisten, der sich den gesamten juristischen Krimskrams leisten kann. So, und der letzte Schritt, der das Ganze wirklich absurd kompliziert und komplett teuer macht, das ist diese Datenschutzverordnung. Ich gehe mal noch so die Sachen durch, die vorher da waren, also die Jugendschutzgeschichte, wie lief das damals? Damals war die Anforderung, wir wollen eine Face-to-Face-Kontrolle haben für alle deutschen Webseiten. Face-to-Face bedeutet, jemand muss bei mir im Büro vorbeikommen, muss sagen, hallo, hier bin ich, und dann bekommt er von mir ein Passwort. Gut. Wie funktioniert das? Na gut, in Guatemala sagt jemand, hey, ich möchte bei Patrick auf der Webseite dabei sein, ich bin ab 18, ich komme nach Saarbrücken geflogen, hol mir das Passwort in Saarbrücken ab und flieg zurück nach Guatemala. Wie funktioniert das? Na, keiner kommt von Guatemala nach Saarbrücken geflogen. So, wer wird dann nur noch Kunde? Na, vielleicht noch die Leute, die in Saarbrücken da sind, die kommen vielleicht noch bei mir im Büro vorbei. Aber so kriege ich keine 30.000 User zusammen, um eine Webseite zu haben, von der ich leben kann. Was war die Lösung von allen anderen Leuten? Sie haben Deutschland verlassen. So. So macht man das. Das war eine ganz große Auswanderungswelle. Alles, was ab 18 war, hat halt Deutschland verlassen. So. Oder hat den Betrieb eingestellt. Und damals war es halt so, das war ja nur die ab 18 Angebote und das ist ja eh Scheiße und Schmuddel, also weg damit. So, stört ja keinen. Ja. Der E-Commerce-Bereich war dann irgendwann auch dran, das war eigentlich jeder normale, weil irgendwann war schon mal klar, dass es tatsächlich Sinn macht, wenn man ein Webangebot hat, dass man da auch ein Impressum drauf hat. Das war so die nächste große Geschichte. Vor allen Dingen viele Leute, die so ein bisschen privat drin waren, hatten dann halt Riesenprobleme. Also ich habe das damals mitgekriegt bei den Models. Wenn ein Hobbymodel eine Homepage hatte, ist halt der Punkt, wenn eine Frau dann in hübschen Klamotten auf einer Webseite steht und dann dort steht, ich wohne hier und dort, dann ist die jetzt vielleicht keine Gewerbetreibende, wenn die als Hobbymodel umsonst modelt. Aber nicht jede Frau, die sich in Unterwäsche präsentieren möchte, möchte das unter ihrer normalen Straßenadresse tun. Aus welchem Grund auch immer. Ich denke, da findet ihr auch Begründungen. So, da gab es damals Abmahnungen, da gab es damals Strafen. Was war die Folge? Die Models machen keine Homepage mehr. Oder sie haben sie über ihren Freund gehostet oder sie haben ihre Homepages aufgegeben. Und Konsolidierungsphase sind auf was Größeres drauf, wie beispielsweise Modelkartei, haben sich da ein Profil geholt und sind jetzt dadurch natürlich nicht mehr selber der Anbieter, sondern das Modelkartei ist der Anbieter. Hat aber auch die Folge, dass natürlich der Content, den die Models produzieren, auch an Modelkartei beispielsweise überschrieben werden muss. Was dann auch lustige Implikationen hat bezüglich der Rechte. Aber egal. Aber ihr seht hier auch die in der Konsolidierungsphase bezüglich der Models ist dann die Situation gewesen, dass in Richtung der größeren Angebote dann halt die Abwanderung stattgefunden hat und keiner mal seine eigene Webseite gehostet hat, weil es sich einfach nicht mehr rentiert hat. Die Lösung wäre nämlich gewesen, ich gründe eine GmbH beispielsweise oder eine Firma und miete für die Firma eine Räumlichkeit an oder eine PO-Box. Oder ich gehe hin und miete mir eine Postadresse an für 300-400 Euro im Monat, eine Büroadresse. Und bei Postbox durfte nicht mehr, es muss eine ladungsfähige Adresse sein. So, also so ein... Das, halt für ein privates Angebot Quatsch. Das hat keiner gemacht und deswegen wurden die eingestellt. So einfach ging das. Andere ziemlich einschneidende Geschichten waren Widerrufsbelehrung. Das hat auch alle Leute betroffen, die auf eBay verkauft haben. Weil das Problem war damals, dass man
ist ja eigentlich gar nicht so Dummes an der Geschichte, den Leuten halt auch klar macht, unter welchen Bedingungen man das Zeug verkauft und zu welchem Zeitpunkt oder wie auch immer man den Kauf widerrufen kann. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Und das Problem war aber, wenn da auch nur Komma falsch gesetzt waren in der Widerrufsbelehrung, war die natürlich dann halt falsch. Und insbesondere, und das war der ganz, ganz große fette Haken an der Geschichte, die war so kompliziert, dass eine rechtskonforme Widerrufsbelehrung nicht mal im Rahmen der Möglichkeiten des Justizministeriums stand. Die haben das nicht formuliert bekommen. Und die auf der Webseite des Justizministeriums vorgehaltene Widerrufserklärung, die man exemplarisch auf eBay oder sonst wo verwenden konnte, als Muster, war falsch. Das heißt, dass die Anwälte dann mit der Abmahnung begonnen haben und die Situation war die, man wurde abgemahnt, weil man das Muster verwendet hatte vom Justizministerium. So, warum war das jetzt für die kleinen Anbieter eine Katastrophe? Konkretes Beispiel. Es gibt Franchise-Ketten wie beispielsweise Mediamarkt. Mediamarkt hat aber die interessante Eigenschaft, dass die einzelne Mediamarkt keine Mediamarkt-Filiale ist, sondern eine Filiale von jemandem, der das Mediamarkt-Schild draufklebt. Faktisch sind das aber einzelne getrennte GmbHs, die durch einen Kooperationsvertrag unter dem Franchise-Nehmer stehen, aber der dafür nicht verantwortlich ist. Hat die Eigenschaft, da das jeder Mediamarkt eine getrennte Firma ist, kann jede getrennte Firma natürlich nochmal einzeln getrennt abmahnen. Das heißt, man geht von der Konzernzentrale irgendwann mal hin und sagt, passt mal auf, 20 Mediamärkte, ihr seid getrennte Filialen, schaut mal hier, da ist jemand, mahnt den mal ab. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. So, und dann sind die hingegangen und 20 Mediamärkte haben sich einzeln hingesetzt und haben über denselben Anwalt, weil das am einfachsten war, dann die kleineren Anbieter auf eBay abgemahnt. Wegen einem kleinen Formfehler in der Widerrufsbelehrung, sodass dann die Kosten von 800 Euro nicht ein einziges Mal anfielen, sondern 20. So, und dann ist die Frage, wenn du ein Kleingewerbe hast, im Jahr höchstens 16.000, 17.500 Euro umsetzen darfst, wie gehst du so als ein kleines Start-up, Kleinunternehmer, wie gehst du damit um, wenn auf einmal für 16.000 Euro Abmahnungen von Mediamarkt reinflattern bei dir? Du machst den Laden dicht. Das ist ganz einfach. Auf diese Art und Weise, das war jetzt nicht das einzige Beispiel, kam es halt dazu, durch die Rechtsunsicherheit haben die Leute aufgehört oder sie wurden weggeklagt und waren damit aus, also wurden weg abgemahnt und wurden dadurch in den Bankrott getrieben und waren weg. War eine Phase. Irgendwann war das dann auch nochmal geklärt. Dann kam das Nächste. Was auch ein Riesenproblem war, war die Verpackungsverordnung. Du durftest in Deutschland keine Verpackung mehr nehmen und was reinstecken und verschicken, sondern du musstest das Recycling machen. Das heißt, du musstest entweder alle Verpackungen zurücknehmen. Das ist kein Witz. Das heißt, du hättest dann zu jeder Verpackung noch das Rückgrat dabei legen müssen, dass du die leere Verpackung dann hättest dir zurückschicken lassen müssen oder du hättest bei einem Verband beitreten müssen, der dir dann die Verpackung mit dem grünen Punkt zertifiziert oder du hättest, es war noch die andere Möglichkeit, irgendwie einen lokalen Partner überall in Deutschland haben müssen, mit dem du getrennte Entsorgungsverträge. Ihr seht schon, alles riesiger Quatsch, aber letztendlich waren das die rechtlichen Vorgaben und es hat dazu geführt, dass Leute nicht mehr wussten, wie schicken sie jetzt ihre Sachen per Post raus, weil wenn nämlich die entsprechende Belehrung gefehlt hat, war davon auszugehen, dass das erledigt ist. Und wenn man einen Testkauf stattgefunden hat und es kam kein grüner Punkt zertifiziertes Verpackung dann an, wurde es da abgemahnt, so wie das funktioniert. So, auch die nächste Riesenproblematik. Die nächste Problematikwelle kam mit der Elektroschrottentsorgungsgeschichte. Ab dem Zeitpunkt waren alle kleineren Leute draus, weil die Idee war ja, dass die Unternehmen auch ihre verkauften Geräte zurücknehmen sollen. Das ist im Prinzip eine gute Idee. Ist auch zum Beispiel für eine Sache wie den Mediamarkt jetzt keine größere Geschichte. Die haben halt irgendwo hinten einen Container stehen und einen Service-Desk, der ist ja sowieso da. Und jeder kann seine alten Geräte zurückbringen. Die kommen dann in den Container und weg damit. Das Problem ist aber, wenn du jetzt beispielsweise als kleiner Anbieter 50 User-Port-Interfaces für den C64 gebastelt hast pro Jahr und hast die auf eBay verkauft, war das Problem, du musstest dann musstest alle Geräte zurücknehmen. Und das Witzige an dieser Verordnung war dann auch noch, dass du an der Lotterie teilgenommen hast. Das heißt, es war ganz obskur. Die sind hingegangen und wenn du dann Mitglied warst dort, dann wurde ausgelost, wer einen Container entsorgen muss, aus wessen Kosten. Das heißt, 80% des Mülls, der entstand, waren den Großkonzernen zuzuordnen.
Und der wurde dann irgendwie so ausgelost, dass das jederzeit passieren konnte, dass du als derjenige, der im Jahr 50 Geräte für den C64 produzierst, auf einmal einen kompletten Elektroschrottcontainer entsorgen musstest. Ging natürlich auch nicht. Was war die Lösung? Man hat aufgehört, die Geräte zu verkaufen, ganz klar. Und die zweite Lösung war, die Leute haben nur noch Bausätze verkauft. Das heißt, du musstest die Geräte dann auch noch selbst zusammenlöten. So, ihr seht schon, das Ganze hat Historie. Es geht immer darum, sobald eine Technologie groß genug wird, dass große Leute damit Geld verdienen können. Also die Kleinen waren immer so die Kanarienvögel in der Kohlenmine. Es ging immer darum, die Großen haben halt gewartet, bis sie gesehen haben, die Technologie funktioniert oder dieser Bereich hier ist ein Ding, damit kann man Geld verdienen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dann selber einsteigt, dann braucht man natürlich die kleine Konkurrenz nicht mehr, weil die ist ja schneller und die ist agiler. Dann muss man die wegkriegen. Das heißt, es werden dann halt über Lobbyarbeit, wird das Ökosystem so verschärft und reglementiert, dass es den Kleinen nicht mehr möglich ist, gewinnbringend zu arbeiten. So, das ist die Historie, wie das funktioniert. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem man, wenn man beispielsweise als kleiner Gewerbetreibender eine Webseite aufmachen will und darüber irgendwas verkaufen will, erstens, das Impressum muss gefixt sein, das muss regelkonform sein, die Nutzungsbedingungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen stimmen, eventuell müssen noch Batterie, Elektroschrott, Verpackungen, Widerrufsbelehrung, all das muss stimmen, ansonsten kann man für 600-800 Euro abgemahnt werden. Und jetzt kommt noch dazu, dass man unter Umständen eine 20 Seiten lange Datenschutzerklärung auf der Webseite haben muss. Und jetzt kommt noch viel besser. Es geht nicht nur darum, dass man vorher fragen muss, wie man die Daten einsammelt. Nein, wir brauchen auch noch ein Reporting für die Daten und wir brauchen auch noch eine Möglichkeit, die Daten wieder zu löschen. Also früher war halt die Frage, wie kriegen wir die Daten rein in die Webseite und wie speichern wir sie? Und heute kriegen wir noch die zusätzliche Frage aufgedrückt, wie kann der Kunde die über ihm gespeicherten Daten einsehen? Also wie kann da ein Reporting erstellt werden? Und wenn das Reporting dann irgendwie offensichtlich nicht mit den Verhalten der Webseite übereinstimmt, wirst du abgemahnt. Und wenn du keine Auskunft geben kannst, wirst du abgemahnt. Und wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seine Daten löschen zu lassen, wirst du abgemahnt. Und das Problem auch an der Sache ist, dass wir in Deutschland auch noch Aufbewahrungspflichten haben. Also beispielsweise bin ich als Gewerbetreibender verpflichtet, 10 Jahre lang meine Geschäftsmails beispielsweise aufzubewahren. Geschäftsmails enthalten aber unter anderem auch persönliche Daten. Und wie ist es denn jetzt, wenn ein Kunde von mir die Löschung beauftragt? Kann ich einige Sachen nicht löschen? Wie unterscheide ich wo, was in meiner Anwendung oder in meinem Gewerbe jetzt tatsächlich Daten sind, die ich aufgrund von Speicherpflichten zu speichern habe und welche Sachen darf ich oder muss ich löschen und in welchem Zeitraum? Ihr seht schon, das Ganze eskaliert komplett. So. Macht es unter dem Sinn, unter den Bedingungen und im Hinblick auf jetzt diese gesamten rechtlichen Geschichten überhaupt noch Sinn, in Deutschland als Gewerbetreibender Kleiner eine Webseite zu betreiben? Ich glaube nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es kommt halt immer dieser Punkt, an dem die großen Hechte, die Forellen im Teich gefressen haben. Und ich glaube, wir sind mal an dem Punkt, wo die Geschichte jetzt endlich durch ist. Jetzt haben wir nur noch die Möglichkeit, uns an die Großen dran zu hängen. Wenn du heutzutage als überhaupt noch Geld verdienen willst mit dem E-Commerce, macht es wirklich Sinn, hinzugehen, über Amazon verkaufen, über eBay zu verkaufen. Ich würde heute ums Verrecken nicht mehr auf die Idee kommen, eine Webseite mit einem eigenen Shop betreiben zu wollen. So, Paysites. Abgesehen davon, dass das sowieso jetzt in Deutschland und außerhalb des Adult-Bereichs jetzt nicht wirklich so ein Geschäftsmodell ist, dass man sagt, wir haben jetzt hier eine Monatsmitgliedschaft. Das ist bei einigen YouTube-Kanälen, beispielsweise nur Visio TV und der Robert Fleischer hat Exomagazin TV. Andere machen das über Patreon beispielsweise, dass man so Memberships hat oder Supporter-Geld da einpflegen kann. Das ist jetzt nicht so das Generelle, aber im Medienbereich ist das halt noch so eine Geschichte, so eine Paysite-Geschichte. Kann vielleicht noch Sinn machen, aber erst dann, wenn man eine große Community aufgebaut hat und das kostet so viel Zeit und so viel Geld. Und ganz im Ernst, ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Ich habe jetzt gesehen, dass
Backenspalte an einem Punkt ist, wo sie 3000 Euro Patreon-Support haben. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, dass ihr das erreicht habt. Und der aktuelle Stelle vom YouTube-Kanal weiß ich nicht. Also es ist halt Content, der mich leider jetzt nicht mehr so interessiert. Auch wenn mich die Präsentation von Frau Stritter immer noch mitreißt. Ganz großartige Geschichte. Ganz groß, da bin ich immer noch komplett baff. Und ja, kann meine Begeisterung für Moderatorinnen fetisch ausleben, weil diese Frau in der Lage ist, Moderation abzuliefern ohne Punkt und Komma in einem absolut gestochenen Hochdeutsch, an dem ich immer noch zu lecken hätte. Und ich bin immer ganz begeistert, was sie da macht. Großartig. Nur der Content an sich, die Themen, interessieren mich halt nicht. Ach so, aber ich habe meine Ritalin nicht genommen. Also im Moment erlebt ihr jetzt gerade ungeschminkte Normalgeschwindigkeit von Patrick bei etwas schlechtem Wetter mit einem guten Kaffee hinten dran. So schnell kann ich sein, deswegen bin ich auch leider gesellschaftlich ja nicht kompatibel. Wird dann das Thema auch der Zusammenfassung sein. Jobsuche 2018, Mai. Gut, also ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Jede Technologie hat seinen Anfang, jede Technologie hat seine Mitte, wo das am besten läuft. Jede Technologie hat die Konsolidierungsphase und dann sind wir im Mainstream drin und man kann als Kleiner nicht mehr einstarten, weil die Großen abgefischt haben, Marktdominanz haben und die rechtlichen Vorgaben so gestaltet sind, dass nur noch die Großen mit viel Geld und der entsprechenden, mit dem entsprechenden Backend und Backoffice überhaupt diese Anforderungen erfüllen können. Und dann ist die Geschichte durch. Und den Punkt haben wir jetzt 2018 erreicht. Das hat jetzt 20 Jahre gedauert. Das ist so. Das hätte eigentlich früher passieren können. Aber 20 Jahre, das ist so eine Phase. Ich denke, das ist jetzt okay. Das heißt, die Geschichte Internet und Webseiten ist durch. Die Technologie hat sich auch schon längst überholt. Die Leute surfen nicht mehr. Das ist schon seit 5 Jahren so. Die Leute surfen nicht mehr mit PCs. Die Leute haben nur noch ihr Mobiltelefon. Da macht es nicht so wirklich Sinn, noch mit Webseiten zu arbeiten. Die Leute sind alle nur noch auf Facebook und Instagram und YouTube unterwegs. Und das bedeutet für den Einzelnen und den Betreiber von Webseiten, meine Kunden sind auf anderen Seiten unterwegs und wenn ich sie überhaupt auf meine Seite bekommen will, muss ich sie auf meine Seite rüberziehen aus den anderen Medien. Früher war das ja Google mit der Suchmaschine und jetzt ist es halt Facebook. Und dann ist halt die Frage, wie schaffe ich es, jemanden, der in einem sozialen Netzwerk mit seinem Handy unterwegs ist, auf meine Webseite zu bringen und dort mein Angebot dann anzubieten auf einem Mini-Bildschirm mit den ganzen Verordnungen. Die Zeit ist vorbei. So, also ich glaube, die Zeit für Webseiten ist vorbei. Punkt. Ja. Das ist hart, weil eigentlich die Geschichte mit Webseiten war das, was mir immer sehr gut gefallen hat. Ich war ja in der Stunde Null dabei, 1996, mit 1200 Mark für meine erste eigene Domain. Mehrere Jahre lang eigenes Hosting über eine Standleitung 2M mit Glasfaser von der Telekom. Danach eine DSL-Standleitung, dann habe ich eine QSC-Standleitung, eigene Server, alles. Ich war dabei, ich habe mitgemacht. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem eigene Server im Blick auf Cloud-Architekturen wie Amazon oder Azure heißt das Ding, glaube ich, völlig irrelevant geworden sind, an dem Webseiten aufzumachen, technisch extrem billig ist, aber von den entsprechenden rechtlichen Vorgaben so teuer ist und in Implikationen, dass es sich für kleinere Betriebe nicht mehr lohnt und auch das Publikum und die Kunden weitergezogen sind und nicht mehr so einfach zu erreichen sind. Macht es für den Privatanwender noch Sinn? Ich denke, für den Privatanwender eine Webseite zu betreiben ist, wenn man ein bisschen sich die Geschichte mit Datenschutz anschaut, nicht so schlimm. Man darf halt nur nichts speichern. Das bedeutet aber auch, dass man alles, was etwas speichert, unkontrolliert, also im Sinne von, ich weiß nicht, was da technologisch passiert, aus der Gleichung nehmen muss. Das heißt, alle Geschichten mit WordPress, wo man unkontrolliert irgendeine Software oder ein Framework auf seine Geschichte draufzieht und nicht weiß, was die Gurke macht und keinen Einfluss darauf hat, welche Daten gespeichert werden, aber die Konkurrenz
oder der Staat oder irgendjemand, der einem böse will, die Möglichkeit einsicht zu nehmen, was dieses Ding technologisch tatsächlich tut, damit man halt abmahnfähig, wenn es diese Erforderungen der DSD bla 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 GVO nicht erfüllt. Aber wenn man jetzt wieder eine Rolle rückwärts macht und einfache, simple HTML-Seiten aufbringt, immer noch kein Problem, glaube ich, geht schon. Nur niemand braucht mehr erwarten, dass seine eigenen kleinen Seiten überhaupt noch besucht werden. Weil die Leute halt sind irgendwo ganz anders. Ja, das ist halt nicht mehr die Technologie, die tatsächlich benutzt wird. Die Leute sind woanders. Business-to-Business-Bereich vielleicht noch, aber im Privatbereich, wenn ihr eure Homepage macht, privat, macht euch da keine Sorgen. Die surft keiner an. Das Thema Surfen im Internet hat sich erledigt. Ja. Gut, meine Meinung dazu, meine Interpretation basierend auf einem historischen Rückblick der 20 Jahre, wie sich Technologien entwickeln und wie, ich habe das ja im Großen und Ganzen miterlebt. Ich bin nur so irgendwo nach 2010 irgendwie so ein bisschen arg ausgestiegen, weil es mich echt nicht mehr interessiert hat. Aber das war so die Aggregationsphase. Weil die hat mich wirklich nicht mehr so sehr interessiert, weil ich da halt nichts mehr tun konnte. Ja. Puh. Naja, dann in dem Sinne ja erstmal noch viel Spaß mit teuren Homepages, viel Spaß mit der Datenschutzverordnung und bis zum nächsten Mal auf Patrick's Vlog. Tschüss.